Was geht ab, liebe Pöllersbande? Ich glaube, meinen heutigen Interviewgast muss ich euch nicht vorstellen. Den kennt ihr ja wahrscheinlich eher als mich. Moin, Steffen. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja, Danke. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Ist eine richtig coole Sache. Unsere Fans und Follower haben sich auch mega gefreut, als ich gesagt habe: So Leute, wir Steffen treffen. Alter, was ist denn mit mir? Kann ich keinen geraden Satz mehr sprechen, oder was? Wenn ich einen verkacke, dann verkacke ich den. Das ist mir egal. Moin, liebe Pöllersbande, was geht ab? Ich glaube, meinen heutigen Interviewgast, den kennt ihr auf jeden Fall eher als mich. Moin, Steffen Tigges. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, mega nice, dass du mitmachst. Das ist nicht selbstverständlich. Und ihr habt euch ja auch wirklich alle gefreut, dass wir das mit Steffen machen können hier. Und ja, ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit. Los geht's mit den Fragen und viel Spaß mit dem Video. Und wie immer, Daumen nach oben. So, lieber Steffen, wie das bei den Pöhlers so ein bisschen üblich ist, haben wir erstmal so ein paar schnelle Fragen, ja, wo du einfach nur mal eben so instinktiv rausknallen sollst, was dir so in den Kopf kommt. Und was ist deine erste aktive Erinnerung an Borussia Dortmund, an den BVB? Das ist schwierig zu sagen. Tatsächlich, als ich noch ein kleines Kind war, war mein Bruder BVB-Fan und Ja. da hat er die U23 noch in der dritten Liga gespielt. So wie jetzt Und wieder. so wie jetzt wieder. Und dann war ich mit meinem Papa und meinem Bruder im Stadion, als die U23 in Osnabrück gespielt hat. Und ja, das ist tatsächlich so die erste Erinnerung, die ich an den BVB so richtig aktiv habe. Klar hat man ihn vorher natürlich wahrgenommen. Ist ein riesiger Verein hier relativ in der Nähe. Aber ich war jetzt vorher auch noch nicht im Stadion oder so, sondern das ist so der erste oder die erste Berührung mit dem BVB so richtig gewesen, ja. Das heißt, so von Kindestagen an immer in BVB-Bettwäsche geschlafen hast du jetzt nicht unbedingt. Nee, habe ich nicht. Das war eher mein Bruder. Aber klar, der BVB ist schon Ist ein das denn geiler abgefärbt Verein. an dich? So ein bisschen diese Euphorie Richtung Also, BVB? auf jeden Fall, wenn man hier erstmal ein Teil des Vereins ist so, und im Stadion war, ich war zum Beispiel dann auch, als ich aus Osnabrück hierher gekommen bin, war ich ab und zu im Stadion. Und dann schon, wenn man die Fans sieht und so, ich glaube, dann kann sich hier keiner irgendwie von dieser Euphorie, die auch in der Stadt herrscht, wenn man mal so einen Spieltag erlebt, dann laufen in der Stadt eigentlich fast alle mit BVB-Klamotten rum. Da ist Ja. richtig Furore, sag ich mal. Ich glaube, da kann sich keiner vor flüchten, dass er diesen Verein und das Stadion nicht geil findet, ne? Garantiert, also liebe Pöllersbande, das ist definitiv so. Wenn in Dortmund Spieltag ist, dann jeder in Schwarz-Gelb unterwegs, inklusive mir. Ja, ganz simple Frage, aber auch ganz interessant: Bratwurst oder Pizza? Schon Bratwurst, vor allem im Stadion, eine geile Stadion-Bratwurst, die kann schon wenig ersetzen, das stimmt. Bratwurst in der Roten Erde oder im Westfalenstadion? Ich habe Sind das die gleichen? tatsächlich, das weiß ich nicht, ich habe tatsächlich auch in beiden Stadien noch keine gegessen. Tatsächlich. Wird Zeit. In der Roten Erde war ich tatsächlich auch noch nie als Zuschauer. Da hatte ich noch gar keine Chance. Mal gucken, ob das nächstes Jahr mal passiert. Und dann probiere ich beide mal aus Sehr und dann gut. kann ich dir sagen, welche besser ist. Musst du dann auf jeden Fall tun. Ja, auch eine Frage, auch wieder ganz simpel, liebe Leute. Bierchen oder Shampoos? Klares Zeichen für Bier. Klares Zeichen mir. Ja, zum Beispiel bei unserem letzten Interviewgast Marcel Raducanu war es auch so. Ich habe auch gedacht, ja, so Malocha und so, auf jeden Fall Bier und er so Shampoos und ich so, wow. Also, aber Bierchen, ja? Ja, für mich schon. Auch eine interessante Frage: Technik oder harter Zweikampf? Also lieber mal jemanden aussteigen lassen oder mal richtig einen wegholzen? Ja, schon jemanden richtig wegholzen, das ist schon teilweise ein richtig gutes Gefühl. Klar, ein richtig guter Trick, jemanden richtig aussteigen zu lassen, vielleicht auch ein schöner Tunnel. So, das Schön auf den Beinen gehen, ja? ja, manchmal schon im Kreisspiel vor allem, da macht das natürlich Spaß. Aber ich glaube schon, so ein harter Zweikampf, der ist schon immer gut. So, Freunde, der Junge passt zu Borussia Dortmund wie kein anderer. Das ist nämlich genau das, was man immer sehen will. Ich muss sagen, ich war zum Beispiel 2013 auch beim Champions League Finale, auch im Wembley Stadion mit dabei. Und ich muss sagen, Arjen Robben war es, glaube ich. Fast das sichere Tor. Läuft eigentlich drauf zu, dann kommt Neven Subotic und grätscht ihn auf der Linie noch weg. Ich kann ja sagen, also der Stadionjubel war lauter als beim Tor von Ilkay Gündoğan. Harte Grätsche im Westfalenstadion und die Leute sind alle auf deiner Seite, definitiv. Ja, da kommen wir auch ins Westfalenstadion. Also wenn du jetzt mal die Chance hast zuzugucken, Südtribüne oder Sitzplatz? Ich war tatsächlich beides schon, jetzt auch in Oh. meiner Zeit, seitdem ich hier bin. Ja. Und von daher
Südtribüne ist schon einzigartig. Ich war auch in Osnabrück tatsächlich oft da in der Fankurve. So ja. Auch überragendes Gefühl, wenn dann mal ein Tor passiert und so, dann ist das natürlich Emotionen um dich herum. Du vergisst fast alles und wachst gefühlt 3 Reihen weiter vorne oder gerne auch 3 Reihen weiter links auf. Das war auf der Südtribüne natürlich in einem ganz anderen Rahmen viel größer. Ist natürlich riesig, was da für eine Gewalt, was für eine Stimmung da auch aufkommt. Kann ich schwer entscheiden, weil beides für mich so ein bisschen den Reiz hat. Wenn man sitzt, kann man natürlich ein bisschen mehr das Spiel verfolgen. Da kann ich auch ein bisschen so natürlich analysieren. Da kann man sich nicht freimachen, wenn man dann auch viele Sachen so selbst sieht. Dann denkt man wahrscheinlich auch schon, was würde ich jetzt in der Situation machen, hätte ich jetzt das gleich machen. Und natürlich kommt man dann auch nicht drum herum und sagen, ja, hätte er jetzt natürlich auch besser anders machen sollen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du siehst es wahrscheinlich dann wirklich aus dieser Perspektive deutlich besser, als wenn du selber am Platz stehst, ne? Manchmal. Einfach auf jeden eine Fall. Ganz andere Sicht, ne? Wir gucken ja auch Videos nach dem Spiel und ja. In manchen Situationen denkst du dir so, glasklar, ich muss einen Pass spielen oder eine Bewegung machen, dann ist die Situation anstatt, was weiß ich, ein Ballverlust, ein sicheres Tor. So, aber das sieht im Spiel immer das ganz anders war. Klar, im Video guckst du von oben drauf, siehst alle 22 Leute, siehst, wo jeder Raum offen ist. Im Spiel merkst du das gar nicht. Und da ist das auch ein bisschen im Spiel, ist sehr viel auch so nach Gefühl, so wie du dich in den Räumen bewegst. Und klar, im Video sieht es immer so einfach aus, im Spiel nimmt man das ganz anders wahr. So, da habt ihr das jetzt schwarz auf weiß, liebe Leute. Das heißt, wenn Christian und ich die Spiele gucken, ja, und wir dann wieder mit den Spielern schimpfen, hör mal, du musst einfach starten, in die Tiefe, schicken doch, was weiß ich. Wir haben leichtes Reden und die Profis, die armen Jungs, die können es manchmal einfach gar nicht sehen. Das ist einfach wirklich eine komplett andere Perspektive. Und das heißt, wenn wir dann sagen, um Gottes Willen, Junge, den musst du doch machen, ist das für euch nicht ganz so einfach immer, ne? Nicht immer. Manchmal stimmt das auf jeden Fall. Ja. Manchmal weiß man auch schon im nächsten Moment, wenn du eine Scheißaktion hattest, weißt du auch schon im nächsten Moment so, oh, ja, das hätte ich anders machen sollen, das hätte ich vielleicht besser so machen sollen. Aber viele Situationen sind wirklich, die kann Instinkt, man gar nicht, ne? Ja, Instinkt vor allem, und die nimmst du auch ganz anders wahr. Das ist einfach so. Du kannst nun mal nicht sehen, ob ein Gegenspieler hinter dir 3 Meter neben dir steht oder vielleicht direkt dran. Das nimmt man einfach anders wahr, und auch in der Schnelligkeit. Im Video kannst du natürlich auch nochmal zurückspulen, kannst dir es langsamer angucken. So, das ist was ganz anderes. Da ist es einfach so, dass man im Spiel da einfach ein bisschen nach Instinkt handelt. Wie ist es denn bei dir? Also unser Interviewgast Otto Addo, den hatten wir ja auch schon da. Video verlinke ich euch nochmal als Infocard auch in dem Video. Der hat zum Beispiel gesagt, auch so aus dieser Top-Talente-Trainer-Sicht, die Rolle hat er ja übernommen, zum Beispiel so ein Jude Bellingham. Sagt er, ganz ehrlich, dem musst du eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Du zeigst ihm Sinn und er weiß eigentlich sofort, jo, da muss ich rausspielen, da muss ich selber gehen, da muss ich klatschen lassen, da muss ich aufdrehen, keine Ahnung. Wie ist es bei dir? Also wenn du jetzt in irgendeiner Videoanalyse bist oder so, siehst du es dann eigentlich auch relativ häufig direkt so, dass man sagt so, jo, da muss ich die und die Entscheidung treffen? Oder müssen da wirklich die Coaches nochmal mehr drauf eingehen und sagen, hör mal, Tigi, da musst du aber... Siehst du das selber oder brauchst du da viel Coaching von außen? Ich sehe schon vieles selber, ist ja auch im Spiel so, es gibt ja nicht eine richtige Möglichkeit, sondern es gibt ja in Aktionen oder in Situationen oft 3 Möglichkeiten, die dann am Ende zum Erfolg führen können. So, da sehe ich das schon viel und ich denke mir auch manchmal, oder ich sitze im Video und denke mir so, oh mein Gott, wie kann ich das so gemacht haben? Wirklich, also da fange ich mir selber an den Kopf und denke dann so, ja, das musst du doch sehen, dass du einfach den Pass nach rechts spielen musst, anstatt nach links, wo vielleicht 4 Gegenspieler stehen. Aber es ist schon so, dass man es auch natürlich immer in Abhängigkeit sehen muss, was von der Mannschaft oder was der Trainer auch fordert. Ne? Also es ist jetzt nicht, man kann nicht jede Situation gleich bewerten, weil jede Mannschaft das auch ein bisschen anders spielen möchte, ein bisschen andere Vorgaben hat. Und da muss man sich dann auch jetzt gerade beim neuen Trainer unter Marco Rose, der hat natürlich auch eine andere Idee vom Fußball. Da muss man sich dann auch erstmal vielleicht in den ersten oder in der ersten Zeit ein bisschen anpassen, wie man Situationen auch vielleicht lösen möchte und wie er das auch gerne hat, dass die Situationen gelöst werden. Ja, also da kommen wir nämlich auch gleich nochmal drauf, liebe Pöhlersbande. Die Frage brennt natürlich sicherlich unter euren Fingernägeln. Deswegen machen wir das gleich nochmal. Ja, jetzt eine Frage. Ich weiß die Antwort schon, kann ich euch direkt sagen. Aber natürlich für euch Strand oder Berge? Also ich glaube, sie zu wissen. Ja, es sind tatsächlich die Berge. Ich war jetzt im Sommer auch wandern mit meiner Freundin. Das ist für mich eigentlich optimal, um den Kopf frei zu bekommen, um sich einfach zu entspannen, an nichts zu denken, einfach und dann auch die Aussicht zu genießen, wenn man oben ist. Grundsätzlich so ein schöner Strandurlaub, wo man einfach mal eine Woche oder 10 Tage die Füße hochlegt,
sage ich jetzt auch nicht nein zu. Gerade am Anfang der Sommerpause, da ist dann ja auch mal Entspannung ganz gut. So. Von daher kann ich mich jetzt nicht ganz zu einem, sage ich mal, zuordnen, ob es jetzt Strand oder Berge ist, sondern die Abwechslung macht es dann bei mir doch. Aber Leute, was glaubt ihr, was ich für Augen gemacht habe? Ich habe safe mit dem Strand gerechnet, kann ich sagen. Und er sagte, nö, wir fahren wandern. Und ich muss wirklich sagen, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich glaube das schon. Also tatsächlich dann einfach mal so die Natur zu sehen und einfach mal frische Luft und gib ihm. Wie viele Kilometer habt ihr gemacht? Ich glaube insgesamt mit Rad und zu Fuß waren es so 40, 50, so in 5, 6 Tagen. Es war schon so, dass man dann abends froh, wenn man auf dem Sofa lag. Ich wollte gerade sagen, ist das so richtig Urlaub dann eigentlich? Regeneration eigentlich ja nicht, oder? Nö, Regeneration für den Körper nicht unbedingt, auch wenn es vielleicht eine andere Belastung ist. Es hat dann natürlich mit Fußball ja relativ wenig zu tun. Aber für den Kopf hilft mir das auf jeden Fall. Ich kenne, glaube ich, genug, für die das nichts wäre, sich dann morgens um 8 Uhr Richtung Berg aufzumachen. Aber für mich war das in dem Fall jetzt auch mit der Corona-Situation, dass ja man auch immer ein bisschen abwägen musste, was man wirklich macht, weil ja auch in anderen Ländern es ja nicht immer so offensichtlich ist, was erlaubt ist und was nicht. Ja. Was für mich die optimale Regeneration und Erholung. Also hat Spaß gemacht, ja? Auf jeden Fall. Hervorragend. Jetzt auch nochmal so eine Frage. Lieferando oder selber kochen? Und wenn selber kochen, ehrlich beantworten, du oder deine Freundin? Ich bin Fan vom selber kochen. Wir haben jetzt einen Thermomix seit einem halben Jahr oder so und der ist schon jeden Tag im Einsatz. Es ist jetzt nicht so, dass wir beide oder dass nur einer kocht, sondern für uns ist schon so, je nach Zeit, meine Freundin studiert nebenbei oder studiert und dann hat sie auch öfter mal abends Vorlesungen und dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann kümmere ich mich auch ganz normal ums Essen. Aber wenn ich dann abends... Vorbildlich, Freunde! Wenn ich dann abends vom Training komme und sie halt Zeit hat, dann kocht sie das Essen und aber auch... Also schon eine gesunde Mischung. Ja, eine gesunde Mischung, so wer gerade Bock hat, wer Lust hat und es gibt auch Sachen... Was gibt's so? Alles. Also wir machen relativ viele Sachen, probieren wir jetzt aus durch den Thermomix. Vor allem Kartoffelbrei im Thermomix. Ich weiß nicht, ob du schon mal Kartoffelbrei aus dem Thermomix gegessen hast. Nee, tatsächlich noch nicht. Ist wirklich eine Eins. Also ja, den machen wir echt gerne, ja, ist so... Unser klassisches Essen, gerne mal dann mit Spinat und einfach Spiegelei. So geil, das ist so ein richtig deutsches Essen. Ja, auch klar, von zu Hause dann auch ein bisschen geprägt. Aber wenn wir beide auch mal keinen Bock haben zu kochen, dann ist Lieferando auch. Auch natürlich, mal eine Option, aber ja? Natürlich nur was Gesundes. Natürlich, da gibt es gar nichts anderes. Da gibt's ja, ich glaube, da kriegst du auch nur healthy Sachen. Ne? Also mit dem Code Pillars20 kriegt er bei Lieferando. Nein, kriegt er nicht. Also könnt ihr vergessen. Ja, aber zum Beispiel hier Potsalat, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist echt top, da bestellen wir oft auch. Das hat natürlich nichts mit Lieferando zu tun, aber da kannst du ja Bowls, Salate. Das schmeckt auch mega nice, glaube ich. Ja, ne? Wirklich. Da bestellen wir relativ oft, wenn wir da mal bestellen. Und das ist auch healthy, ne, Freunde. Warst du denn schon mal beim Kevin mit Schmackes? Tatsächlich mit der U23 im Weihnachtsfeier. Da waren wir einmal da. Und? Kann man da essen gehen? Ein Schnitzel schmeckt da auch. Ich finde, das kann er, der Kevin. Also gut bürgerlich, das geht auf jeden Fall gut. Das ist ja auch seine Philosophie. Ja, ja. Und da, nö, das war auf jeden Fall optimal, um dann ein bisschen vorzuglühen und dann nochmal loszulegen. Jawohl. Am Ende der Hinrunde letztes Jawohl. Jahr. Ja, da ging es ja tatsächlich noch. Das ist ja jetzt mit Corona leider Gottes weggefallen für uns alle. Aber ich denke, irgendwann wird man wieder, ich meine, mit Schmackes essen gehen kann man ja auch schon wieder jetzt. Ne? Also Freunde, testet das gerne mal beim Kevin. Das Schnitzel habe ich auch schon gegessen, schön mit Bratkartoffeln und schön mit Speck dazu und so. Das ist schon lecker. Wer kam bei Instagram, ist es nämlich sein Name, wer kam auf den Namen Tiginator? Ja, das ist relativ kurze Geschichte eigentlich. Das ist jetzt also schon seit es Instagram gibt und sozusagen ist dann so diesen Hype entstanden ist, dass alle sich da angemeldet haben. Habe ich immer noch den gleichen Namen und es war eine Freundin von mir, die den einfach mal vorgeschlagen hat und es hat sich einfach so, ich habe den einfach so gelassen. Warst du immer schon so eine Maschine, Terminator, Tiginator? Das hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Nee, ich war relativ, also groß schon immer, aber eher lauchig. So, es hat sich auch erst in den letzten 2 Jahren so ein bisschen entwickelt, dass ich halt auch viel, dadurch einfach, dass ich für meinen Spielstil einfach gebraucht habe, im Kraftraum war und relativ viel dann auch gearbeitet habe, um da halt eine gewisse Stabilität einfach zu erreichen. Aber der Name war damals einfach lustig. So, es war nicht das, was jeder hatte, so ein bisschen. Also wirklich gar nicht mal diese Anlehnung an Terminal? Nee, überhaupt nicht. Und tatsächlich ist es auch, da war ich, glaube ich, ging das mit Instagram los, vielleicht 14, 15, 13, 14, irgendwie sowas in dem Bereich.
da war das ja mit irgendwie Profifußball oder so. Jetzt könnte man ja denken, ah, ist mal was Besonderes, irgendwie ein bisschen medial abgekatert. So, ich habe mir was ausgedacht, was nicht jeder hat, so ein bisschen da vielleicht. Aber es war einfach mein erster Instagram-Name und so, den habe ich einfach gelassen. Nice. Und ja, das hat sich auch seitdem nicht geändert. Ne? Ja, stark. Wie gesagt, also Pöllersmann, ich habe wirklich gedacht, ja klar, Tiginator, weißt du, groß, relativ, ne, so Terminator, Tiginator, aber das ist es nicht mal. Einfach der erste Name. Ja, der erste Name, der so ein bisschen lustig war und ja, der hat sich so durchgezogen und ja, irgendwie ist das so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren zum Running Gag geworden. Irgendwie feiern die Leute alle. Ist das denn auch dein Spitzname innerhalb der Mannschaft oder hast du überhaupt einen Spitznamen oder so? Tiggi werde ich eigentlich. Einfach nur von, Tiggi? Ja, von allen aus der Mannschaft und im Fußball zu Hause und so gar nicht. Also. Bist du da der Steffen? Ja, oder Tiggis, das hat sich irgendwie so. Also auch dieses klassische Nachnamen. Ja, einfach, das hat sich bei meinen Freunden so durchgesetzt. Tiggi eher gar nicht, nur im Fußball tatsächlich hat sich das so jetzt in Dortmund so die letzten 2 Jahre ja so ein bisschen etabliert. Ja, interessant. Mit welchem Spieler aus dem Weltfußball würdest du dich am ehesten vergleichen? All time. Also völlig egal. Vergleichen vom Spielstil. Ja, so will ich natürlich keinem zu nahe treten. Aber schon von der Statur und so, so ein bisschen auch von der Dynamik, würde ich schon so irgendwie Erling so ein bisschen so halt. So ein bisschen Ähnlichkeit ist da schon, aber ich glaube schon, dass ich mehr so ein bisschen der Typ Zielspieler bin. Erling ist ja dann schon so einer, der geht noch mehr in die Tiefe, hat eine geisteskranke Dynamik, ja. Einen geisteskranken Zug zum Tor. Das ist ja, das macht ihn ja wirklich einzigartig. Da wäre es auch vermessen, mich zu sehr mit ihm zu vergleichen. Aber schon so von der Statur und so passt es ja schon ein bisschen. Ich wurde auch schon 1-2 Mal verwechselt. Ja, echt? Ja, kommt schon mal vor. Also, dass die Leute sagen, hör, Erling! Ja, wenn du so aus 10 Metern guckst und die Leute denken so, ja, da muss er ja irgendwann mal herlaufen. Das ist schon ab und zu mal passiert. So, nein, ich bin's nicht. Dann, nee, bin ich nicht, leider. So, für die ja wahrscheinlich. Die hätten sich wahrscheinlich mehr über Erling als über mich gefreut. Wobei, du musst dann da hingehen und sagen, ja klar, und dann Autogramm. Wäre dann wahrscheinlich auch egal. Geil. Würden die wahrscheinlich gar nicht merken. Nee, sonst, ja. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt. Mein Vater ist damals in Spanien Urlauben regelmäßig. Bernd Schuster, damals bei, der sah wirklich 1:1 so aus. Der hat, glaube ich, 50, 100, 150 Autogramme für Bernd. Ja, ja, klar. Ja, hat er, ist einfach hingegangen. Ja, klar. Ja. Aber die Leute freuen sich ja auch. Im Prinzip ist denen das ja auch egal. Die werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Also, heute im Interview bei den Pöllers Erling Haaland, Freunde. Ja? Jetzt musst du sagen, ob du dich mehr freuen würdest, dass ich hier bin oder Erling. Boah, das ist jetzt schon wieder richtig fies, ne? Natürlich freuen wir uns viel mehr, dass Steffen hier ist. Natürlich. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, das bessere Deutsch sprichst mal auf jeden Fall du. Wobei, ja, er kann es ja, aber das bessere Norwegisch. Boah, das wäre geil, so ein Interview Deutsch-Norwegisch. Arbeit mal dran, Leute, arbeit mal dran. Also, nächster Kandidat, schreibt mal in die Kommentare, ob wir eins mit Erling machen sollen. Dann machen wir das aber nur auf Norwegisch. Dann muss ich Norwegisch lernen oder so. Boah, schwierige Nummer. Also, du so der Erling des... Ich bleib lieber einfach der Steffen. Einfach der Steffen. Ja. Aber also wie gesagt, von den Komponenten her, ja, theoretisch würde ich schon sagen, passt schon das. Würde ich mir gerne mehr von ihm abgucken. Ja, kannst du ja, ne? Ja, jeden Tag. Ja, ja, auf jeden Fall. Wäre nämlich auch eine Frage, kommen wir auch gleich noch. Und jetzt nochmal eine Frage. Spielst du FIFA und wenn ja, wie ist es, sich selber zu spielen? Ja, ich spiele viel FIFA. Meine Freundin würde wahrscheinlich jetzt sagen, zu viel. So, zu viel FIFA geht gar nicht. Nee, auf jeden Fall. Ich war ich nur 1 Jahr in Osnabrück, als das erste Jahr die 3. Liga dabei war, habe ich mich einmal selbst gespielt. Dieses Jahr war ich ja gar nicht dabei, weil ich jetzt natürlich erst sozusagen zur neuen Saison, zum neuen FIFA dabei bin. Tatsächlich in dem Anstoßmodus war ich dann aber jetzt ab Frühjahr dabei. Ja. Und ich habe ab und zu mal bei diesen Twitch-Turnieren mitgespielt. Ah ja, hier mit RNE und Co. Ja, und dann ging das irgendwann mal mit Ultimate Team nicht und dann haben wir tatsächlich dann mit diesem Anschlussmodus gespielt und dann habe ich gegen Jan-Pascal Reckert aus der U23 gespielt und dann hat er in der 93. Minute mit meinem Spieler selbst das Tor zum 3-2 und habe ich 3-2 bin ich im Halbfinale rausgeflogen durch das eine Tor. Durch dich selber. Also muss ich eigentlich ein überragender Spieler bei FIFA sein.
Muss geil. Theoretisch. Aber geil. Ob das so ist, so habe ich mich sehr geärgert. Habe ich auch gesagt, wenn man so einen guten Spieler im 16er freilässt, ne, dann klingelt es halt. Ja, das ist halt einfach auch dämlich. Also Leute, wenn FIFA 22 kommt und Ultimate Team startet, holt euch direkt den Herrn Tigges in euren Kader. Wie ist das eigentlich? Wahrscheinlich wirst du ja auch dann eine 99er-Karte kriegen, so eine Pro-Karte, oder? Hast du wahrscheinlich? Ja, hatte ich damals auch. Ach, lustigerweise hatte ich dann sogar 5 Sterne schwacher Fuß bei den FIFA-Pros. Wissen das natürlich, das ist sehr, sehr effektiv. Ja. Tatsächlich kam das aber nur daher, weil ich bei EA wohl als Rechtsfuß gelistet war und mein linker Fuß natürlich deutlich besser. Das heißt, die dachten, oh, mit links, super, 5 Sterne, schwacher Fuß. Ja. Dann warst du aber so eine Geheimkarte eigentlich, ne? Also nee, ich war nicht besonders schnell. Und das, was hattest du für ein Pace? Boah, 57 oder 63 oder so. Ich hätte niemals selber mehr. Aber klar, bei der Pro-Player-Karte ist natürlich dann 99, da ja. Macht's Spaß, so klar. Aber immer noch schneller als Mats Hummels. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man mit seiner Pro-Player-Card spielt, ne, ich wurde dann auch ab und zu angeschrieben, so weil man gegen die Leute dann spielt und die sehen das natürlich dann. Und ich glaube, die Leute schwitzen dann schon mehr rein. So, es macht weniger, ich weiß nicht, ob es weniger Spaß macht, aber es ist natürlich was anderes. Also für die, die gegen dich spielen, macht es definitiv safe mehr Bock wahrscheinlich, außer sie werden auseinandergenommen. Dann macht es wahrscheinlich keinen Bock. Kumpel von mir, der hatte das auch schon das ein oder andere Mal, irgendwelche 99er-Karten, auch ausländische Profis. Ich glaube, irgendwas von Olympique Lyon, Marseille, keine Ahnung. Spielen ja viele. Dann googelst du halt hinterher und dann, ach jo, der war das und so. Geil, dann habe ich in der Weekend League irgendwie 4-0 weggeklatscht oder so. Macht dann schon Bock, ne? Das macht dann Bock, ja. Aber irgendwann müssen wir auch mal eine Partie zocken, definitiv. Also wenn du wirklich viel spielst, dann macht das eine Spiel mehr auch keinen Unterschied. Nee, das macht keinen Unterschied. Aber können wir auf jeden Fall machen. Das machen wir definitiv. Ja, dann hat sich die Frage eigentlich schon erledigt. Bist du zu schlecht oder hast du auch die 99er Pro-Card? Also es gibt auf jeden Fall beides. Und mit welcher spielst du eher? Mit der 99er oder mit der echten? Also mit der echten, glaube ich, macht, glaube ich, wenig Spaß. Aber mit der 99er, mal gucken, wie die sich in FIFA 22 dann spielen lässt. Aber ja, da probiere ich mal aus. Und dann werde ich ihn fragen, wie sich seine Originalkarte denn so spielen lässt. Jetzt nochmal eine Frage in deinen privaten Bereich. Hast du dein Fernstudium, ich habe nämlich gelesen, Sportbusiness, hast du es schon abgeschlossen? Bist du schon fertig? Nee, ich bin jetzt im 6. Semester und muss noch ein Jahr. Ja. Ich habe das sozusagen als Teilzeitvariante sozusagen auch gewählt. Das heißt, 8 Semester ist auch Regelstudienzeit. Theoretisch nächstes Jahr wäre ich fertig. Meinst du denn, du packst das in Regelstudienzeit, oder? Im Moment sieht es danach aus, so, aber dadurch, dass ich ja jetzt keinen Stress habe, danach irgendwie direkt in den Beruf starten zu müssen, sondern es einfach nebenbei mache, um einfach was zu haben. So, ich habe das in Osnabrück angefangen, weil so die Richtung damals in Osnabrück war halt überhaupt nicht klar. Ja. Also ich wusste nicht, wie weit es mit Fußball nach oben gehen kann, ob ich überhaupt so viel Geld damit verdienen kann, dass ich davon locker leben kann, sag ich mal. Das hat sich ja jetzt erst tatsächlich durch Dortmund hat sich das ja eher mehr ergeben, dass es in diese Richtung gehen kann oder geht. Und darum habe ich das damals angefangen, auch weil meine Eltern einfach gesagt haben, irgendwas musst du nebenbei machen. Der Fußball war dann zu dem Zeitpunkt. Gute Eltern. In der dritten Liga nicht so sicher, dass du davon sowieso nach der Karriere eh nicht lange von leben kannst. Das heißt, du musstest sowieso danach was machen oder man muss für mich immer danach neben was machen. Ist auch ein guter Ausgleich. Ja, auch wenn ich nicht immer Bock habe zu lernen. aber nee, also ich habe da keinen Stress, aber umso früher ich fertig bin, umso früher dann kann hast ich du auch mehr zu lernen. Ne? Ja, ist so. So, ja. Von daher, nee. Es macht auch Spaß. Es ist halt dann viel mit Fußball und so. Wenn es dann um Sportvermarktung und so geht, das ist schon siehst interessant. Siehst du dich da auch? So richtig mal. In diesem Managerbereich nicht unbedingt. So, aber so in dieser Sportvermarktung, Sportmarketing, was dann hier auch im Verein gemacht wird, da sehe ich mich schon oder so auch in so Sportagenturen, die dann vielleicht so Trainingslager organisieren oder halt Vermarktungsstrukturen organisieren. Sowas kann ich mir schon vorstellen, dann später zu machen. Aber du bist ja noch jung genug, ne? Und ich denke, so ein paar Jahre Fußball sollten dann dabei rumkommen. Aber ist natürlich trotzdem schon mal gut, auch zumindest einfach über diesen Tellerrand zu gucken und einfach sich schon mal zumindest die Gedanken zu machen, hör mal, weil irgendwann geht das doch schneller rum, als einem lieb ist die Zeit. Und dann stehst du auf einmal da und denkst dir so, und jetzt? Aber wenn du da schon mal so einen Plan hast und was in der Tasche hast und so, dann ist es auf jeden Fall immer gut, ne? Ja, ich bin auch froh. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich mit meiner Zeit die ganze Zeit anfange. Wenn ich dann mal so 3-4 Wochen ein bisschen Luft habe, muss jetzt für keine Klausur was tun, muss keine Themen arbeiten oder Hausarbeiten schreiben, so dann frage ich mich manchmal schon nachmittags so, was machst du jetzt eigentlich? Gegen mich eine Runde FIFA zocken. Ja, dann geht's natürlich an die Konsole meistens ja, Zeit. Genau. So, und das ist auch einfach eine Auslastung,
wir haben halt viel mit dem Körper sozusagen, viel, da ist schon viel Auslastung, klar, aber so von der Zeit habe ich schon genug Zeit, das auch nebenbei zu machen. Und für den Kopf ist es natürlich auch einfach ein bisschen frisch zu bleiben, ein bisschen sich auch mit anderen Themen vielleicht auch mal zu beschäftigen. Klar habe ich dann viel mit Fußball in dem Bereich zu tun und mit Sport, aber auch einfach da einfach im Kopf so ein bisschen andere Themen auch zu bearbeiten, das hilft, glaube ich, auch, um nicht die ganze Zeit nur an das Spiel zu denken, sondern ja, auch mal abschalten. Ein bisschen, auf jeden Fall als Ausgleich, finde ich das schon gut. Ja, das wäre nämlich auch genau die Frage gewesen, was unternimmst du in deiner Freizeit, um dich vom Fußball abzulenken? Ich denke dann wahrscheinlich genau, wobei... Ja, eigentlich auch nicht. Es ist ja im Prinzip dann doch Arbeit. Ja, ja. Studien ist ja, ja, ja doch... Ich muss das wäre auch ein bisschen krank, wenn ich sagen würde so, ja, ich lenke mich auf jeden Fall mit Lernen ab. So, wow. Ja, dann nee, da gehe ich eher mit meiner Freundin raus, spazieren oder mache was mit Kumpels. Tatsächlich... Fußball gucken ist für mich auch irgendwie Ablenken vom Fußball. Ja, echt? Ja, so. Damit habe ich ja im Endeffekt habe ich damit nichts zu tun. So, wenn ich jetzt ein Champions League Spiel gucke, außer dass es jetzt hat irgendwie mit unserer Mannschaft was zu tun, dass wir auf den Ausgang angewiesen sind, ist das habe ich ja damit nichts zu tun. Nö. Das Spiel aber, ist einfach für mich entspannt. Ist auch nicht too much irgendwie, dass du dann denkst so, boah, also manchmal wahrscheinlich manchmal schon, ne? Klar. So, ich muss jetzt nicht jedes Spiel sehen, aber ich gucke schon du viel Fußball? Ja, sehr viel. Also wahrscheinlich wenn jetzt Fußball abends läuft und ich habe jetzt nicht irgendwas anderes zu tun, oft nehme ich mir auch die Zeit für manche Sachen so, die ich mir dann einfach angucke, wenn ich jetzt überlege, VfL-Spiele, also VfL Osnabrück, wo ich ja eigentlich seit Kindestagen an Fan bin, da nehme ich mir auch schon die Zeit, dann auch die Spiele zu schauen. Und da bin ich dann auch wie ein Fan und fieber auch mit. Und ja, als geil. Sie jetzt dieses Jahr abgestiegen sind, habe ich mich auch brutal geärgert, auch wenn ich mich freue, zumindest wieder, wenn es dann irgendwie zeitlich passt und es gefordert ist, dann auch wieder an der Bremer Brücke zu spielen. Wir spielen ja direkt am 5. Spieltag mit der U23 oder die U23 spielt gegen den VfL. So grundsätzlich gibt es für mich nicht zu viel Fußball, aber so an manchen Tagen brauche ich dann auch nicht noch die Extradosis, was weiß ich, Regionalliga-Topspiel montagsabends, muss ich mir jetzt nicht immer angucken. Was sagt die Frau dazu? Wenn ich dann tatsächlich die Gewalt über den Fernseher habe ich nicht. Das heißt, wenn ich Champions League gucken will, aber es läuft nebenbei das Bachelor-Finale, dann muss ich aufs iPad oder so auch schon ausweichen. So jeden Tag kann ich das nicht durchboxen. Ich sag's mir immer, das ist Arbeit, aber weil es ist ja im Prinzip Arbeit für mich, kann man ja so definieren. Fußball gucken ist Schatz, ja weiter. Ich muss das jetzt gucken. So, versuche ich, es geht aber nicht. Zieht sich nicht. Die weiß inzwischen, wie der Hase läuft, ne? Ja. Ja. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen Richtung Sportliches. Und ich denke, eine ganz interessante Frage, die wir auch vielfach gestellt gekriegt haben, ist einfach auch, das fragen sich auch gerade viele junge Zuschauer bei uns, die wirklich 9, 10, 11, 12 sind, also gerade ganz am Anfang von so einer Karriere stehen. Wie motivierst du dich? Also auch, wenn du zum Beispiel gerade mal keinen Bock hast auf Training. Ich habe das mal bei Yusufa gesehen in der Instagram-Story. Yusufa, was machst du, wenn du keinen Bock hast zu trainieren? Trainieren. Wie motivierst du dich? Ja, man muss das ja grundsätzlich unterscheiden. Im Endeffekt ist ja mein Beruf. Das heißt, es spielt erstmal keine Rolle, ob ich Bock habe oder nicht. So, klar, gehe ich nicht jeden Tag zum Training und denke mir, oh, heute laufen wir viel oder heute wird es anstrengend. Da denke ich mir auch nicht so, oh, geil, heute jedes Mal Training oder. Aber grundsätzlich habe ich natürlich Spaß am Fußball und das habe ich auch noch jetzt. Also, selbst wenn ich auf den Platz gehe, freue ich mich, Fußball spielen zu dürfen und genieße das auch so ein bisschen. Ist ja auch ein Privileg. Also, es klar. Ist vielleicht 1%, der es dann beruflich machen darf. Und wie du schon sagst, viele wollen das ja unbedingt und arbeiten da viel für hin. Grundsätzlich motiviere ich mich einfach damit, dass ich sage, ich will einfach das Maximale erreichen und ich bin nicht der Typ oder nicht die Art Spieler, dem das so in den Schoß fällt, sondern ich muss dafür einfach was tun, ich muss mich fit halten, ich muss im Training Gas geben. Ich bin jetzt nicht, so sage ich mal, bei den Profis logischerweise nicht gesetzt. Das heißt, ich kann keine Schippe rausnehmen. So, das motiviert mich einfach so. Ich muss Gas geben, ich will Gas geben, ich will diese Chance, die ich jetzt bekommen habe, will ich einfach nutzen, weil da vor 2 Jahren hätte ich da ja überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja. Und so, das ist, diese Chance ist für mich so ein Privileg, dass ich einfach mich darüber motiviere, dass ich Spaß am Fußball habe, dass ich genieße, dass ich das machen darf und dass ich dann halt auch dann in der Mannschaft sozusagen ein wertvoller Teil sein möchte. Und das geht einfach nur, indem man im Training einfach vernünftig arbeitet und
ja, im Endeffekt freue ich mich auch, mit der Mannschaft zu trainieren, in der Mannschaft einfach Mannschaftssport zu betreiben. Das motiviert mich auch. So, wenn ich mal schlechte Laune habe morgens, wenn ich zum Training fahre, dann spätestens in der Kabine reißt irgendjemand einen dummen Spruch oder erzählt eine lustige Story und dann bin ich auch wieder, habe ich auch wieder das Grinsen auf dem Gesicht. Also bist du eher wirklich auch Mannschaftssportler und jetzt nicht nur der Einzelsportler-Typ? Ne, Mannschaftssportler auf jeden Fall. Also das, gut, durch Fußball ist ja sowieso, da wirst du ja sozialisiert als Teamsportler. Ja. Da ist es einfach, alleine funktioniert letztendlich nicht. Und von daher, aber es lebt ja auch durch die Kabine und so. Also es ist ja, total, das ist überall egal, das in welcher gleiche, Liga. Egal in welcher Liga. Das ist in der U23 das Gleiche, das ist in der Kreisliga das Gleiche, wenn man von seinen Kumpels hört. Ja, es ist so. Und das lebt auch in der Bundesliga, ist es auch das Gleiche. Da wird auch Quatsch erzählt, da wird auch lustige Stories, da wird auch viel gelacht. Und ich glaube, es geht jetzt keiner ungern bei uns in die Kabine bei den Profis, weil man weiß, es ist schon eine angenehme Stimmung, ist eine gute Stimmung, wenn es jetzt nicht gerade schlecht läuft. Naja, gut. Aber normalerweise ist eine gute Stimmung und ich glaube, alle freuen sich letztendlich auch auf dem Platz zu stehen. Ja, das ist tatsächlich in allen Ligen so. Also ich glaube, so Kabinenpsychologie und so, auch dieser mannschaftliche Zusammenhalt ist einfach immens wichtig. Und dadurch merkt man auch, das trägt sich ja auch immer wieder. Ne? Also wenn es gut läuft, dann kannst du dich genau dadurch nochmal pushen. Oder eben, wenn es mal scheiße läuft, dann ziehst du dich auch mal wirklich kollegial da raus zusammen und sagst, ey, jetzt mal Tacheles und jetzt müssen wir mal alle wieder. Mannschaftssport ist schon was wirklich Gutes, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt tatsächlich die Frage, du hast ja auch gesagt, VfL Osnabrück, immer noch Fan, früher natürlich Spieler, vor deiner Zeit beim BVB, bei Osnabrück, beim VfL gespielt an der Bremer Brücke und die Frage kommt von einem Fan von uns, warum hast du dich damals für den BVB entschieden und bist nicht in Osnabrück geblieben erstmal? Ja, da gab es viele Aspekte, die das damals so begleitet haben. Erstens, mein Vertrag ist damals ausgelaufen, wir sind dann ja aufgestiegen. So, und wie schon gesagt, ich war die ganze Jugend in Osnabrück, bin dann da ja in den Profibereich gekommen aus der Jugend. Das ist da auch nicht selbstverständlich gewesen. Das hat sich dann in der Zeit so ein bisschen entwickelt, dass es da eine höhere Durchlässigkeit gibt, die jetzt auch gut weitergeführt wurde, so wie ich das immer mitbekomme, dass viele junge Spieler auch bei den Profis dann mittrainieren. Zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich eher als Linksverteidiger eingeplant. Also ich habe viel in dem Jahr, in der letzten Saison beim VfL, habe ich viel links in der Fünferkette gespielt tatsächlich. So ein bisschen. So der Schienenspieler, ja, dann, ja? Ja, die ganze Seite entlang. So ein bisschen aus Personalnot, da wir, ich glaube, ein, zwei Verletzte dann in der Saison hatten. Und da hat mein damaliger Trainer mich dahingestellt. Und immer wenn ich gespielt habe, habe ich es wohl ordentlich gemacht. Aber es war auch nicht so, dass ich gesetzt war oder so, sondern immer dann, wenn Not am Mann war, habe ich gespielt. Und das hat mir aber erstens nicht gereicht und zweitens hat dann sich auch nicht das Gefühl ergeben, dass es in der zweiten Liga logischerweise besser wird. Und ich wollte einfach als Sturmspitze spielen, weil ich das Gefühl hatte, dass da für mich sozusagen das größte Entwicklungspotenzial war. Das habe ich dann geschaut, wie ich das in der Saison oder in der nächsten Saison erreichen kann. Da habe ich dann mit ein, zwei Vereinen auch aus der dritten Liga gesprochen, die mich dann aber tatsächlich ja auch nur als Linksverteidiger oder Fünferkettenspieler, linke Offensive ab und zu mal im Sturm, aber so eher so als Allround-Waffe gesehen haben. Und das hat mich dann aber bei den Vereinen dann halt nicht so überzeugt, obwohl die Gespräche mit den Vereinen immer alle positiv waren. Das bleibt. Aber dann habe ich natürlich hier mit Ingo Preuß aus der U23 gesprochen und der kannte mich noch aus der U-Nationalmannschaft, wo ich dann auch immer als Stürmer gespielt habe. Und für den war von vornherein klar, nur Nummer 9, Mittelstürmer, nichts anderes, kein Allrounder. Und da habe ich dann für mich so das erste Mal so gedacht, so ja, das ist jetzt der richtige Schritt, um nochmal so ein bisschen auch sich weiterzuentwickeln. Klar auf dieser Position, weil ich die halt auch länger nicht regelmäßig gespielt habe. Und dann auch wieder einfach gesetzt zu sein, auch diesen bisschen Druck zu spüren, dass man einfach abliefern muss, weil die Leute sich auch auf einen verlassen, wenn man vorne gesetzt ist und halt aber auch das Selbstvertrauen zu tanken, so man ist gesetzt, man spielt, man kriegt seine Spielzeit und das war dann halt die Entscheidung ja für den BVB zu der Zeit und klar, der Verein gibt einem jetzt irgendwie kein nicht groß Bedenken, wenn man hier das ganze Umfeld sieht, die Trainingsmöglichkeiten, die Infrastruktur. Das ist schon heftig, ne? Ja, also da
Daran wird es, glaube ich, bei keinem Wechsel scheitern. Ich glaube, jeder, der das hier mal gezeigt kriegt, ich glaube, das ist nicht das Transferkriterium, warum das scheitert. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist auch nicht so. Und wenn man dann mal im Stadion oder so war, dann und diese Euphorie spürt, dass einfach wirklich eine ganze Region diesen Verein einfach so lebt und so begeistert da irgendwie mitfühlt, dann ist das schon was Besonderes. Und es sagen ja auch viele selbst in der U23, in den Jugendbereichen, einmal Teil dieses Vereins gewesen zu sein oder halt Teil des Vereins zu sein, das ist schon was Besonderes. Das ist einfach mit Bayern München einfach der größte Club in Deutschland. Und dieses Privileg haben nicht viele. Und von daher, als dann sozusagen die sportlichen Dinge geklärt waren, die dann für mich als Fußballer, der ja, den das ja seine oder meine berufliche Laufbahn das sozusagen beeinflusst, als das geklärt war, dass das hier optimal ist, alles andere war dann sozusagen war geschenkt, klar. Ja.